Entschuldigt. Ich muss euch übersehen haben. Darf ich mich vorstellen? Ja, mach auch schnell. Ah, wenn es hier etwas geben sollte, womit... Wunderbar. Ist das... Trete zurück und bewundert das Schiffsrumpf habe schweren Schaden genommen, als die rote Woge einen Eisberg gerammt hat. Und dass sich Kapitän Safia die Reparatur nicht leisten kann. Alle mal aufgepasst! Das würde sie natürlich niemals zugeben. Eure Aufmerksamkeit Kapitän Safia ist eine äußerst stolze Frau. Lasst uns auf Elenven anstoßen, unsere Geliebte. Raselang. Natürlich im übertragenen Sinne. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. In Ordnung, in Ordnung. Lasst mich das Gespräch führen. Noch nicht. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Sehr schön. Ruft mich, wenn ihr mich braucht. Wer kommt da mal, Bob? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast. Fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast. Was? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zerwan. Gehen Sie zum Rechtsprechern. Das drin ist Knochenmehl. Das drin ist Notmehl. Wird zwar ein bisschen leichter. Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die... Schaff doch... Was, wenn wir... ohne Waffen da rein losgehen? Und festliche Kleidung... und ohne Waffen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Nochmal speichern. Nochmal speichern. So. Viel Glück. Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Zu wem gehören Sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Nein. Sie sind Hochmagier, die gerade von... die nur eingetroffen sind. Wahrscheinlich. Vielleicht fallen wir nicht auf und war. Macht sich Ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen? Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollen. Durchsneaken. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Ha! Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen Arrogant... Timer rüber. Wie können wir uns das Timer verkleiden? Bis Kern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur niederes Fußvolk. Nun, wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. Versuch sneaky, aber... Okay, so nicht. Wir müssen das Ding hier durch. Wir müssen warten, bis die Runden drehen und rausgehen und dann so eine Mission ist das. Das ist auch, glaube ich, relativ scheißegal, was wir anhaben.
Nur sowieso, wenn wir entdeckt werden, angegriffen werden. Und der Helm sieht immer fantastisch aus. Wenn jemand auf der Feier meine Abwesenheit bemerkt, sind wir beide tot. Speicher das mal zwischen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal so lange so kalt gewesen ist. Ich weiß, ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Nun, ich habe gehört, dass es den Argoniern verboten wurde, innerhalb der Stadtmauern. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Hier drüben ist da jemand. Das ist doch nicht wahr. Liegt es an der Rüstung? Beeilt euch. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Irgendwelchen Klatsch oder Tratsch. Ich weiß nicht, ob das eine echte Neuigkeit ist. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht... Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein vorbeimarschieren sehen? Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Nein, sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen... Ach komm. Doch vorhin leicht durchgekommen. Beeilt euch. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Nun, vor nicht allzu langer Zeit habe ich tatsächlich... Ich muss die Tür hinter euch verschließen. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein vorbeimarschieren. Hier drüben, was? Es ist doch nicht wahr. So und ein Festtag so kommen wir da besser vorbei. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein vorbeimarschieren sehen? Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Okay, wir warten hier mal. Sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Falls das was bringt. Wahrscheinlich macht sich Ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück. Er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um... Wie meint die Taktik? Ha! Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur niederes Volk. Nun, wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. Auf die Runden führen nicht hier lang. Weil so gut bin ich im Schleichen nicht. Sie fort. Der guckt dann nach dort.
Ach, come on. Warum schleiche ich? Muss doch möglich sein, sich dort durchzuschleichen. Wie sollen wir dann hier durchkommen? Ich muss doch sofort. Sicher, Gisur. Ihr seid sehr nützlich, aber seid euch nicht zu sicher. Wir haben andere Informanten, die weniger abstimmend sind. Aber niemand sonst hat euch so wertvolle Informationen gebracht, nicht wahr? Etienne, er hat gesprochen, nicht wahr? Er weiß, wo sich der alte Mann aufhält, den ihr sucht. Er hat es mir selbst gesagt. Den... Eures Geldes bekommt ihr, wenn wir seine Geschichte bestätigen. Wie vereinbart. Muss zur selben Tür wieder raus, oder was? Er hat also gesprochen. Ich wusste es. Irgendwann fängt jeder an zu reden. Ich habe noch zu tun. Komm schon! Fangt ihr jetzt an zu heulen? Nein. Nicht nur wisst, wo ich hin muss. Wenn diese Quest gelingt. Ohne Rüstung wird es etwas schwierig. Dann geht's nach Himmelsland raus. Ich hab die Infos, die ich brauche. Wo geht's denn hier raus, meine Fresse? Warum habe ich diesen Ort markiert? Und wo bin ich? Jetzt bin ich hier. Hier scheinbar erstmal Ruhe, sagte sie. Dort, wo muss ich hin? Können wir nicht einfach Schnellreise machen oder geht das gerade nicht? Selbstverständlich geht das nicht. Flüchte mich in die Botschaft. Da geht's raus. Information, ich verstehe diese Quest nicht. Wir haben bei dir nicht schon gefunden. Die Information. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, Kacke.
Schiff. Habe ich denn schon Informationen gefunden oder nicht? Du hast da mir nichts mehr. Ist da jemand? Oh, ich bin am Arsch. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Wo muss ich hin? In die Kerker. Da bin ich ungern. Aufhören, bitte! Das ist alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Wo seid ihr? Das ist unpraktisch. Ich habe sie wohl geschafft. Leck mich. Zum Glück haben wir noch einen Safe Point, bevor wir die ganze Sache hier betreten. Aber hier scheint eine Info zu sein. Aufhören, bitte! Das ist alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Schweigt! Ihr kennt die Regeln. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Beginnen wir von neuem. Nein, um Himmels Willen, ich habe euch schon alles gesagt. Nein! Wir müssen die Typen da loswerden. Beginnt ganz von vorne, wie immer. Wenn ihr auf eurem Einsinn besteht, dann lasse ich... Ich habe nur gerade Luft geholt. Warum sollte ich euch etwas erzählen? Ich weiß überhaupt nichts. Da gibt es einen alten Mann. Er wohnt in Rishton. Er könnte dieser Esbern sein, nach dem ihr sucht, aber ich weiß es nicht. Er ist alt und irgendwie verrückt. Das ist alles, was ich weiß. Und sein Name lautet? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es sind nur zwei Leute, die könnten wir unter Umständen besiegen. Ihr kennt die Regeln. Beantwortet einfach die Fragen. Und wo können wir diesen namenlosen alten Mann finden? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe ihn unten im Rattenweg gesehen. Vielleicht lebt er dort, aber ich weiß es nicht genau. Das ist zunächst einmal. Wächst die Magie auch noch, oder? Ich muss sagen, ich bin von eurer fehlenden Kooperationsbereitschaft immer wieder enttäuscht. Ich hoffe, beim nächsten Mal werdet ihr es besser machen. Was wollt ihr denn noch von mir? Ich habe euch schon alles erzählt. Wenn ihr mich gehen lasst, führe ich euch nach Rifton und zeige... Schweigt, Gefangener. Folter, sowas Sinnloses. Bewegt der Magier sich da nochmal weg, oder? Wie können wir da an die Infos kommen? Dafür kommt die Wache jetzt hier hoch, oder was? Die Wache zieht dort ihre Runden. Das heißt, es läuft darauf hinaus, dass wir die ja dann so mit zwei ausschalten müssen. Mit der schwierigen Rüstung sind wir verdammt laut.
wir den eh gleich bekämpfen. Die Handschuhe sind verdammt gut. Ihr hättet nie herkommen sollen. Vielleicht haben wir eine Chance. Mehr habt ihr nicht drauf. Ich sollte mal aus dem Sneak-Modus rausgehen. Okay, die Wache ist tot. Ihr wollt mich besiegen? Unmöglich. Ich denke doch. Helmhuber mit Kapuze. Ein Elfen durch den können wir gut verkaufen. Oh, die Rüstung ist nicht schlecht. Okay, was soll wieder loswerden? Okay. Die Rüstung. 22 hat mein Helm. Okay, das nehmen wir nicht. 34 hat die Rüstung. 29 hat die Rüstung. Ja. Handschuhe haben 8. Die Stiefel haben 8. Ich glaube, da können wir zumindest mal die Stiefel anziehen. Die Elfenrüstung nehmen wir aber unbedingt mit, die können wir teuer verkaufen. Die Ruhe bringt uns eh nichts. Westliche Kleider genommen. Können wir nicht loswerden? Okay, was haben wir ansonsten so mit dabei? Bevor ich die gerne die Drachenschuppen
daran Sachen wegwerfe, gucke ich noch bei anderen Sachen. Der Hamburg des Assassinen. Irgendwas für ein Gewicht hier. Den Elfen durchbehalten wir vielleicht. Nehmen wir das los. Okay, die Info haben wir. Jetzt müssen wir hier raus. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Sie haben mich in Riftern geschnappt. Anscheinend glauben sie, dass ich etwas weiß. Sie stellen mir immer wieder dieselben verdammten Fragen. Kein Problem. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Besucht mich in Riftern, wenn ihr es hinaus schafft. Ich hoffe, er verpetzt uns jetzt nicht. Ich hoffe, das bereuen wir nicht. Aber es ist immer gut, jemanden zu haben, den wir, der uns was schuldet. Nein, wir müssen woanders hin. Ich speichere auf jeden Fall mal hier. Wir müssen oben irgendwo hin. Da raus. Wird das hier Sneaky schaffen? Wir sind genau in die andere Richtung. Was war das? Und den Innenhof müssen wir. Ist da jemand? Ihr seid tot. Okay, wir müssen auf die andere Seite und da dann rein. Können wir bitte aufstehen und abhauen? So schnell wir können. Die schaffen wir jetzt nicht. Oh, nach dem Rand. Oh, Kacke. Der Pfeil kam mal her. Schlüssel ist erforderlich. Ah, Kacke. Kacke. Er sagt ja, er muss die Tür zuschließen. Da raus, da hoch. Aus eurem Elend.
Gut, dass ich gespeichert habe. An der Stelle. Mit mir legt man sich nicht an. Wo kommt jetzt das Safe-Band? Wer seid ihr? Eindringling. Schöner Checkpoint. Ich glaube, ich muss hier hoch, bevor die mich verbrennen. Sieht gut aus. Nein. Komme ich endlich aus diesem Albtraum hier raus. Ich bin wieder im verdammten Innenhof. Ich weiß immer noch nicht, wo verdammt ich hin muss. Irgendwie da, aber dann wieder da und dann wieder da und dann wieder da und dann wieder da und. Was will diese Quest von mir? Wo muss ich lang? Warum ist dieser Ort quasi markiert? Wie komme ich dahin? Distrikt hinter mir. Aber einmal rundherum. Okay. Wie ernst liegt man? Ich verstehe das nicht, das Spiel. So, jetzt rennen! Schleich doch nicht weiter. I'm stuck. Euer Kopf gehört mir! Help, I'm stuck. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ist das, wo wir hin sollen? Ja, sieht so aus. Ui. Hier sei. Tod. Ja, das befürchte ich auch, aber wird alles versuchen, mir rauszukommen. Aber hier war ich doch schon mal. Ich laufe doch bestimmt im Kreis. Hier nicht mehr schlau draus. Höhere Resistenz wäre jetzt mal was Tolles. Die zwei auf einmal ist ein bisschen blöd. Ich versuche mich im Kampf zu